Ja, das ist echt eilig, wa, Mädels? Ich kann den Typ nicht Oh, leiden, King wa. of Stench and Filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat them. Jackpot. Der ist so cool, der Typ, Alter. Natürlich war das Dante. Sword Sparta no longer serves a purpose. I have plans for the both of you. You will exist to give me strength. How fortunate to serve such divine purpose. All right, enough's enough. Can't let a boy do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Okay, you get some rest. By the way, I guess I owe you one. Einen schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Northman HC ist wieder am Start mit einer weiteren Folge Devil May Cry 5. Wir haben zum Schluss hier die Geheimmission gemacht, nachdem wir vom Dämonenkönig hierher gekickt wurden, wie auch immer. Trotz Teufelsschwerts Bada und unseren Fähigkeiten war es uns nicht möglich, den Dämonenkönig zu besiegen. Also werden wir wohl noch etwas stärker werden müssen. Ne? Trish und Lady sind in den Händen, in den Fängen des Dämonenkönig. Ja, hoffen mal, dass wir sie wiedersehen. Mit Sicherheit werden wir sie wiedersehen. Ist nur die Frage, wann und wie. Auf jeden Fall werden wir sie wieder rausholen. Aber ich habe bereits schon mal eine Aufnahme gemacht, aber ich hatte ein Problem mit dem Ton. Deswegen habe ich diese Mission nochmal neu gestartet. Wir bekommen auf jeden Fall im Laufe dieser Folge dieses Motorrad hier. Jetzt habe ich es natürlich schon, weil es, weil ich diese Folge hier bereits, also beziehungsweise dieses Kapitel schon abgeschlossen habe. Ja gut. Da kann man leider nichts machen. Aber wann ihr das Motorrad bekommt, werdet ihr hier feststellen. Könnt ihr hier schon mal einen kleinen Einblick dann, kann ich euch verschaffen. Das ist schon eine coole Nummer mit dem Motorrad. Der schlägt zwar langsam zu, aber die Räder, wenn die einmal treffen, dann halten die Gegner schon fest. Außerdem eröffnen sich dadurch wesentlich, also mehr neue Kombos, denen wir mal richtig abdrehen können. So.
Ihr solltet aufpassen, wenn ihr hier diese roten Blasen kaputt macht, denn mit jedem Schritt öffnet sich hier ein neuer Weg. Ne? Den habe ich jetzt bereits geholt in der letzten Mission. Ihr solltet euch, nachdem ihr eine Blase kaputt gemacht habt, immer mal wieder umschauen. Und das ja vorne, da darf mir auch nicht entgehen. Ich brauche den Doppelsprung, warum mache ich denn nicht? So, dann Orb hier um uns auch noch. Hallo! So, jetzt können wir das Ding mal in Einsatz sehen. Also mit den Steuerkreuz rechts drückt für den Swordmaster. Und dann den Swordmaster auch einsetzt im Kreis. Ich liebe das Teil. Volljas. So, da haben wir mal auf die drauf. Ja, ihr seht auf jeden Fall, selbst wenn der schlägt, der trifft euch nicht, wenn ihr zuschlagt. Also, ist schon ein cooles Ding. Wir benutzen viel zu wenig ja diese Fäuste, obwohl die eigentlich ziemlich genial sind. Alter! Na komm, Junge! Breakdance, Junge! Ja, geil! So geht das. die Moves sind im Eifer der Hammer. Gut, dann haben wir mal den Raum hier aufgeräumt. Dürfte nicht mehr viel sein, oder? Wir gehen mal weiter hoch. Ja, ist ja gut. Immer lieber das Schwert für den Anfang. So, da durch den Spalt geht's weiter, aber ich würde noch mal gerne da oben schauen, was da los ist, nachdem wir den Typen hier gezeigt haben, wo er stehen sollte, und zwar unter der Erde mit dir, Junge. Okay, der hat uns getroffen. Ah, er macht schon ordentlich Schaden, auf jeden Fall. Jo. Einfach nur geil, das Teil. Ja, ja. So, normalerweise sollte man das Motorrad jetzt noch nicht haben. Wie gesagt, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Aber wenn ihr schon hier seid, dauert es aber auch nicht mehr lange. Ich glaube, das war's. Wir können auf jeden Fall mal weitergehen. Wir werden weitergehen. Gut, da kommen wir natürlich nicht hoch, ne? Echt jetzt? Der kommt doch nicht dran. Also wenn ihr viele Gegner um euch herum habt, ne, könnt ihr das Motorrad schon einsetzen. So, wenn ihr auf Präzision baut, solltet ihr vielleicht doch das sterben. Sollten wir den mal schnellstmöglich ausschalten, bevor er uns hier die ganze Gegend zu Bums mit Gegnern, ne? Ich weiß nicht, wie viel der jetzt noch rufen kann. So, für solche Gelegenheiten kann man auch schon mal das Ding wieder einsetzen.
Ich finde es so schade, dass man mit dem so nicht fahren kann, oder ich habe es noch nicht herausgefunden, oder wir haben es noch nicht gelernt. Vielleicht gibt es das auch gar nicht, die Möglichkeit. Juhu! Geil! Vor allem kommt ja auch mal ganz schnell auf S, wenn er noch Motorrad einsetzt. Natürlich müssen wir auch treffen. Ja. Alter, jetzt hat er uns auch mal getroffen. Super. Also ich meine, wenn man so ein Rad in die Fresse kriegt, Alter, da tut natürlich weh, ne? Das ist eine Tatsache. Also wenn ich drauf haue, dann bin ich auch geschützt in der Zeit, ne? Versuchen es nochmal. Selbst den könnt ihr blocken, wenn der in diesem Move ist. Vor allem, wenn man auch richtig kontert, also im richtigen Moment, man schlägt, geht das auch mit jeder Waffe. Okay. Vor allem, weil ich die Mission jetzt wieder, also jetzt nochmal spiele, haben wir wesentlich mehr Orbs wieder oben rechts, weil wir behalten unsere Orbs. Und das ist gut so. Und dann können wir nämlich gleich direkt mal, wenn wir die Möglichkeit noch finden, vor das Kapitel zu Ende ist, mal das Motorrad uns angucken, was für Fähigkeiten wir da erlernen können. Wäre doch mal ein cooles Ding. Noch eine Runde. Genau, wie verhält sich das Ding eigentlich bei denen? Einfach durch das Schild. Okay, ja, doch, so geht das. Jetzt habt ihr genau gesehen, der hat geschlagen, während ich auf dem Ding sitze. Kein Problem. Weil der Angriff läuft da nämlich schon. Komm da runter! Bam. Ah ja, das ist nicht so schlimm. Sauber. Na komm. Geil. Geil! Fahren wir so nochmal platt hier.
Da sollte man vielleicht nicht unbedingt in die Nähe gehen. Aber wir haben es geschafft. Hat die Explosion von diesem komischen Fledervieh jetzt den Typen gekillt? Ich glaube ja. Das wäre jetzt gerade so ein bisschen entgangen. Aber ist ja auch egal, wir haben es geschafft. So, weiter rauf. Halt, oh. Und dann weiter runter. Ah, schön, sehr schön. Das Zeug nehmen wir uns natürlich mit. Haben wir noch mehr? Ach, ja. Wäre man ansonsten hier runtergekommen? Anscheinend, ne? Ja, gut, wir gehen weiter. Über 60.000. Ich habe nur einen langen Nap. Du brauchst kein Nickerchen, Alter. Du hast noch was zu tun. Deine Mission ist noch nicht vorbei. So, dann doch mal die Ecken abchecken hier. Ah, schick. So, da gucken wir uns das mal kurz an. Fertigkeit. Wie heißt denn unser... Wo ist denn unser Kavalier? Ach, so heißt das Ding. Okay, ich schmettere deinen Zwillingskavaliere über Kreuz in den Gegner. Echt am Boden L1 nach vorne und Dreieck. Den kaufen wir uns auf jeden Fall. Nach hinten, nach vorne Dreieck. Ah, okay. Lass dich vom Schwung nach vorne tragen. Lass mal das Bildchen nochmal sehen. Das ist gut, wenn ich so auf den Gegner stürmen kann, nicht? Aber dann muss ich mir das auch merken. Nach hinten, nach vorne Dreieck kaufen. So. Das ist die zweite Variante, eine Verbesserung des Slipstreams. Was haben wir noch? Eine Luft nach hinten und Dreieck. Ah, da zieht er den so nach oben, Alter. Was haben wir denn noch? Ziehe fliegende Gegner in die drehenden Räder und reiße sie zu einem knochenbrecherischen Aufprall nach unten. Aktiviert Gear Wheel. Oder Gear Wheel. Nicht schlecht, Alter. Gucken trotzdem erstmal weiter. Lass Gegner mit deinem Zwillingskavalier durch die Luft fliegen. Okay, dann schleudert der die auch weg und dann muss ich mit den, muss ich nachsetzen irgendwie. Ja, ja, ja. Am Boden R, L nach hinten und 3x Dreieck. Den kaufen wir. Wir gucken uns nochmal den anderen an. Das Schwert ist durch. Gut, was haben wir denn noch an Fähigkeiten? Triggerhard. Wird langsamer geleert. Das ist gut, das nehmen wir uns auch. Dann haben wir wesentlich mehr Devil-Modus. Oh, das war es dann auch. Bis zum nächsten Mal. Da werden wir noch einige Sachen, also Punkte sammeln müssen. Aber damit können wir schon mal leben, nicht? Abschließen. Mal einen Schluck trinken. Mhm. Und weiter geht's. Ist da nichts mehr? Offenbar nicht. Leute, das sieht mir doch sehr verdächtig aus, oder? Dämonenbaum, große Fläche. Oh, komm, Junge, wo bist du? Boy, wouldn't that be the day.
Hey, der hat auch ein Motorrad. Oder hatte eins. Ist es Halloween already? Dante, angenehm. Looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? So, jetzt gibt's eins auf die Fresse. Kavaliere Angelo. Der Name sagt doch eigentlich schon alles aus, ne? Aber wir werden es einfach mal kalt machen. Nein, Dante, du Grauvogel. Mal sehen, wie das Ding wird. Geil! Super gekontert. Aber diesmal hat er nicht. Oh, den lieber noch mal ausschalten. Autsch. Okay, da hat wehgetan. Da hinten, komm da hier, spielt die Musik, Junge. Feigling. Okay, der hat gesessen, Junge. Juhu. Müssen wir echt wieder die Maschine auspacken. Yeah. Also ganz so besonders stark ist er nicht, ne? Er verpisst sich auch gerne mal. Ah, minimal Schaden machen wir schon, also können wir ruhig mal ein bisschen draufholzen. Halt! Oh. Daneben, Junge. Das war aber auch knapp, Alter. Oh, oh, oh. Schön. Sehr schön. Ah, ich hab den Trickster gar nicht ausgewählt. Scheiße. Das war's für dich, Junge. Tschüss. Kein Problem. So ist das also. Ja, mit dem Zeug. Ah, wen haben wir denn da? Geil! Da ist er. Whoa, looks like I took in a little too much. You okay? I've been better.
Dante. That demon is... Don't even think about it. Just rest. Dante! Take care of Trish for me. Dante, wait! Schade, die hat was an, Alter. Dante's left. Yes. And I don't think he can win. What was that demon, V? Where did it come from? Urizen is not a demon. I know that for a fact, because I'm from the Underworld. My God. What are you, then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. Müsste das Buch doch schon 6-mal durchgelesen haben, oder? Auf jeden Fall erzählt der Trish jetzt was von seinem Leben. Tja, und wir wissen es noch immer nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Ich habe nur bis hier gespielt. Aber wie gesagt, die Aufnahme war sehr schlecht. Ich musste die Mission wieder neu, also nochmal spielen. Jetzt habt ihr gesehen, wo das Motorrad herkam. Geiles Teil. Ich glaube nicht, dass wir es in Deutschland so zugelassen bekommen, aber im Spiel selber scheint das kein Problem zu sein. Auf jeden Fall. Macht Spaß damit zu spielen, auf jeden Fall. So, wir haben S-Rang, wir haben ein paar Pünktchen. Tja, fürs Erste würde ich sagen, das war es hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.